Hallo und willkommen zu Gold Rush The Game. Weiter geht's, heute werden wir mal ein bisschen hier baggern. Ihr seht schon, unsere mobile Waschanlage ist schon voll im Gang. Habe ich noch mal ein bisschen umgesetzt. Wir sind weiter in den Claim hineingerückt. Ich kann euch das mal eben so ein bisschen von weiter oben zeigen. Ich hatte ja in Blickrichtung hier vorn. Hier haben wir angefangen zu schürfen. Da vorne, wo die dunkle Stelle ist, ganz am Rand. Da hatte ich angefangen und da habe ich mir so überlegt, ja, warum schürfen wir da am Rand, wenn wir so einen riesigen Claim haben? Und jetzt bin ich ein bisschen mittig gerückt, habe mal die Waschanlage hier in die kleine Senke gestellt, alles verkabelt, angeschlossen. Und ihr seht auch schon, ich habe hier ein bisschen gebaggert, habe schon 3-4 Eimer rausgeholt, also durchgewaschen. Und jetzt bin ich gerade dabei, die nächsten 3 Eimer voll zu machen. Und ja, da schauen wir mal, ob wir hier irgendeine Goldader finden oder ob das ganz normaler Abraum oder vielleicht, wie sagt man, ein Grundgestein ist. Müssen wir einfach mal schauen. Aber da legt man gleich mal los hier. Gehen wir rein, Bagger, starten den. So, können wir noch ein bisschen vorfahren, werden wir auch tun, können wir mal richtig hier oben von dem Berg was runterholen. Dann gehen wir mal auf die Schaufelkamera. So, und jetzt gebaggert wird mit Controller. Sagen, jetzt mal los. Halt, Handbremse müssen wir anziehen. Das war, ich glaube, die grüne Taste, genau. Ja, wird heute ein bisschen unspektakulär, weil irgendwann war es ja klar, dass wir jetzt mal an den Punkt kommen, wo wir wirklich nur baggern müssen. Wo nichts mehr großartig aufgebaut wird. Aber ich sag mal, es gibt ja immer irgendwelche Überraschungen. Ja, finde ich auch schön, dass selbst die Schaufel jetzt beim Graben ordentlich Geräusche macht. Oh, das ging ein bisschen daneben, aber das scheint man noch getroffen zu haben. So, erster Eimer. Oh, das war gar nichts in der Schaufel. Ich glaube, wir müssen mal wirklich hier in die Tiefe. Wir werden hier jetzt mal ein richtiges Loch buddeln, oder? Dieses oberflächlich abgetragen, ich glaube, das bringt nichts. Erstmal kriegt man die Schaufel gar nicht so richtig voll. So, mal schauen. Ja. Die war jetzt gut voll, die Wasch. Der Waschtrichter. Prozent. Das ist perfekt, kann man sagen. Wenn wir jetzt weiter so schnell arbeiten, da sehen wir auch, die Waschanlage kommt kaum nach. So muss das sein. Optimale Ausnutzung. Thank you.
könnt auch mal schreiben, wenn es euch jetzt zu langweilig ist, wenn wir bloß baggern. Ich weiß sonst eigentlich gar nicht, was ich erzählen sollte. Ich sag mal, nein, das Baggern, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, so ist das nicht. So, Moment, 100%, der erste Eimer ist voll, den werden wir jetzt mal tauschen. Bloß aufpassen, dass wir nicht hier in unsere Grube stürzen. Ich glaube, da ist schon zu spät. Da hängen wir schon fest. So, erster Eimer, pass auf, den stellen wir jetzt hier hinten hin. Merken wir uns das? Oder sozusagen... Der ist ganz vorn an der Laderampe. Also an der... An der Rückwand, nicht an der Laderampe. Ich will nämlich mal testen, wenn wir jetzt tiefer graben, ob da mehr Gold rauskommt. Zuvor müssen wir erstmal hier ein bisschen die ganze Deckschicht abtragen. Schon mal versucht zu schauen, ob es irgendwelche Unterschiede gibt vom Gestein her, dass man hier vielleicht dunkle Flecken sieht oder bestimmte Kiesschichten, aber nee, konnte ich jetzt noch nicht so wirklich entdecken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal baggern. Wir brauchen hier ordentlich Geld. Ich meine, der Bagger noch hat er genug Treibstoff, aber auch der ist irgendwann mal alle. Jetzt los hier. Der Bagger, der hat ein bisschen Schlagseite bekommen. Erstmal gucken, was hier los ist. Keine Ahnung. Ach, hier vorne ist irgendwie der Boden nachgesackt. So. Würde ich mal sagen, da kann es jetzt weitergehen. Thank you.
Ja, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wo wir mal genau baggern sollten, ey, einfach mal in die Kommentare damit. Weil so ein richtiges Ziel habe ich ja nicht. Ich bagger ja einfach wild drauf los. Vielleicht sollt ihr mal wirklich am Rand oder in der Nähe von irgendwelchen Bäumen oder was weiß ich, wo man baggern sollte. Man sieht ja auch, dass schon meine Vorgänger hier irgendwas ausgebaggert hatten. Die Bäume sind gerodet. Es gibt schon einige Hügel hier. Und vielleicht waren die schon nahe dran. Ja, was war denn das jetzt? Und warum ist jetzt der Strom weg? Moment, neues Problem. Was ist hier mit dem Strom los? Tatsächlich. Morgen noch Diesel alle. Oh je. Da kommt jetzt aber eine Masse raus. ...90%, ja, noch gut. Das ist wohl alles in der oben in der im Waschtrichter drin geblieben. Aber nichts verloren. Nächster Eimer ist voll. 100%. Das ist Eimer Nummer 2. Stellen wir jetzt dahinter ab. So, einen Eimer haben wir noch. Dann machen wir den noch voll und dann gehen wir mal waschen. Thank you.
einfach nur Bagger heute. Da sage ich mal, der Aufbau hat fast mehr Spaß gemacht, wie hier das eintönige Baggern. Irgendwas fehlt hier, also dass man zum Beispiel Goldblitzer sieht, dass man ein bisschen aufpassen müsste. Das wären vielleicht noch so die kleinen Dinge, was wirklich das Spiel noch spannender machen würde. Zum Beispiel jetzt, wenn man so mit Bagger schwenkt und man sieht was glitzern, dass man da wirklich mal mit der Pfanne hingehen müsste und da den Brocken mal rauswaschen könnte. Und was ich, wenn man Glück hat, hat man dann so ein 5, 6, 7 Unzen Nugget. Zum Hauptversand der Schaufel drin. Gucken wir mal, nee, halb voll ist er. 28, 29%. Naja. Die sieht wieder gut aus, die Schaufel. So, letzte Schaufel. Dann geht's erstmal waschen. Prozent haben wir schon, aber das macht nichts. Das Material wird jetzt in der Waschtrommel drin gespeichert, wenn man da jetzt aufhört. So. Wird schon wieder dunkel, ja. Jetzt haben wir echt den ganzen Tag geschürft. Was ist denn hier los? Verstopft. Muss mir was machen. Nee, nicht den Stecker rausziehen. Los. Jetzt kriege ich hier den Stecker nicht mehr dran. Moment, alles auf Null. Da zieht man mal aus Versehen Stecker ab und dann geht er nicht mehr dran. Ja, so geht's, okay. Ja, manchmal ist das so, warum auch immer. So, Eimer Nummer 3. Tun wir ganz hinten im Packen.
Problem ist jetzt, ich habe keinen Strahler hier. Wir werden das mal so machen. Wir werden einfach mal das Auto hier stehen lassen. Und da haben wir jetzt ein bisschen Licht am Waschplatz. So. Kübel Nummer 1, der ist erstmal fortgerollt. Das müsste eigentlich der hier vorne sein. Und Kübel Nummer 2 ist hier rübergerollt. Okay, naja. So, kein Strom. Das heißt, Generatoren anmachen. Und dann hier erstmal ab in Magnetitabscheider. Ah, sieht auch schon gut aus. Haben wir fast den ersten Eimer voll. So ein Magnetit. So, und ab damit hier den Goldwaschtisch. So, 3,3 Unzen. Na, mal sehen. Ne, also der war mies. Nicht mal eine Unze hat der gebracht jetzt. So, Eimer Nummer 2. Mal schauen. Hier haben wir zum Teil ein bisschen tiefer gebunden, da haben wir immer noch diese hohe Wand abgetragen. So 4,7, 4,8. Also eine Unze haben wir jetzt. Oh ja, 1,3, 1,4. Das war jetzt wirklich schon einen Tick besser. Und jetzt kommt Eimer Nummer 3, wo wir dann doch ein bisschen tiefer gebackert haben. So, wo stehen wir? 5,2. Dann waschen wir mal durch. Das ist eigentlich unser bester Eimer. So, eine Unze. 1,2. Ja, 1,2, 1,3. Mehr wird's nicht. Aber immerhin. 6,5 Unzen haben wir jetzt mit 6 Eimer. Genau, 6 Eimer hatte ich geschürft. Das heißt, pro Eimer bekommen wir ungefähr eine Unze. Naja, damit lässt sich rechnen. Das bekommen wir hin. Da müssen wir bloß ein bisschen fleißig jetzt schürfen. Und ich sag mal, das sollte auch kein Problem sein. Ja, da werden wir die Folge jetzt beenden. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.